Okay, Assalamu alaikum YouTube, ich bin's wieder, euer Black Panther. So, ihr habt den Titel schon entnommen, worum es heute mit dem Video geht. Das ist kein Clickbait. So, die Polizei hat wirklich bei uns gestürmt, besser gesagt bei meinem Kameramann. Das Ganze ist Gott sei Dank jetzt schon eine Weile her. So, wir wollten das erstmal in der Gruppe klären, unter uns klären, ein paar Sachen am Sprechen und dann damit erst an die Öffentlichkeit. So, sehr viele Leute um mich herum haben auch gesagt, okay Bruder, man muss sowas, weil ich generell immer gesagt habe, ich möchte transparent sein, ich möchte meine Community auf den Laufenden halten, was mich betrifft, was meinen Fall betrifft und was so generell den Kanal Black Panther drumherum betrifft. Und so ein Fall, dass dann die Polizei einläuft, mehrere Festplatten beschlagnahmt, Equipment mitnimmt, so Computer, alles, Kameras und so Sachen mitnimmt, ist eine große Sache. Wir wollten das erstmal unter uns klären, weil ich auch gemerkt habe, dass sehr viele von diesem Vorfall schockiert waren. Sehr viele, die diese ganze Sache mitgenommen hat auf jeden Fall. Weil mir ist wichtig, dass man das erstmal im Team klärt, mit der Gruppe klärt und dann erst an die Öffentlichkeit geht. So, die Sache ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber dennoch hat man mit den Konsequenzen heute zu kämpfen. Wie gesagt, das ist heute das erste Mal, glaube ich. Ich glaube sogar, Hendrik, du warst sogar im Videoblog dabei, ne? Ja, im Videoblog hat man ja auch ganz kurz gesehen. So, komm jetzt einmal her, Bruder. So, wie ich dann alle. Assalamu alaikum, Bruder. Salam, das ist der Main Man. Das ist der Main Man, das ist der Mann hinter der Kamera. Ich danke dir, mein Bruder. So, das ist der mit denen. So, ich will generell mich und mein Team jetzt öfter vorstellen. Ich glaube, der Bruder wird jetzt, ich glaube, Hendrik wird jetzt öfter vor die Kamera kommen. Das ist der Main Man. Schauen wir mal. So, seit Tag 1 dabei. Ich danke dir. Alle Videos, die ihr gesehen habt, also alle Videos auf meinem Kanal, die geschnitten wurden, einzig allein von ihm. Ab und zu ein paar Leute haben bei ihm ausgeholfen, aber Hendrik ist so wirklich so Ansprechperson Nummer 1, was meine Videos angeht, was das Karten angeht. So. Genau, Hendrik, stell dich mal einmal so vor der Community. So, erzähl mal ein bisschen was über dich, damit die Leute ungefähr eine Ahnung haben, wie du so drauf bist, was du so ein Typ so bist. Okay, gerne, gerne. Ja, also ich bin Hendrik, ich bin Black Panthers Kameramann und Videocutter, Edit. Wir haben auf jeden Fall schon eine längere Laufbahn, wir kennen uns auch schon sehr lange. Diese engere Freundschaft ist auf jeden Fall erst gekommen, seitdem wir dieses YouTube-Projekt zusammen gemacht haben und hat uns auf jeden Fall näher zusammengeschweißt. Zu mir, ich kann eigentlich nur sagen, dass diese Sache bei mir passiert ist. Ist schon sehr verrückt, weil was du auch bezeugen kannst, Bruder, ich habe mit dieser ganzen Straße und Kriminalität grundsätzlich nichts zu tun. Also ich, zumindest insofern, dass ich selber eigentlich nichts Kriminelles mache und auch nie wirklich gemacht habe. Und wenn ich mich daran zurückerinnere... Das habe ich, nein, wie gesagt, so die Community hat mich schon, das ist nicht witzig, ne? Das ist auf keinen Fall witzig, so auch für ihn. Ich habe mich mit seiner Mutter nachunterhalten, so. Ja, na klar. Das ist auf jeden Fall auch... Aber man hat dir das auch angesehen. So. Ich war ja Tage danach, nach dem Vorfall, so bei ihr zu Hause, habt ihr gesprochen. Man hat gesehen, dass der Schock einfach so immer noch fest sitzt. Ne? Aber wie gesagt, für mich ist das einfach, ich kenne meinen Humor. Das ist einfach schon so unrealistisch, ne? Dass man wieder darüber lacht, das einfach humorvoll ist. Ja, na klar. Die Leute haben mir gesagt, ey, hör mal zu, bei Hendrik wurde gerade gestürmt, Kameras, Festplatten, alles mitgenommen. Ich dachte mir, Digga, ich verarsch mich doch gerade. Das ist so, als würde man mir sagen, ne? Die haben meinen Imam wegen Diebstahl hochgenommen. So. Ja, checkst du. Ich dachte mir, ey, ich verarsch mich doch gerade. Ja, auf jeden Fall, wenn man sich zurückerinnert, ne, als die ganze Sache mit YouTube angefangen hat, kann ich mich erinnern, dass du der festen Überzeugung warst, dass du dich selber nicht mit deiner Geschichte vor die Kamera setzt. Du wolltest deine Story ja nicht mal raushauen. Und wenn man das Ganze jetzt mit mir vergleicht, dass ich mal vor die Kamera gehe, um meine Story hier zu erzählen, das ist schon, auf jeden Fall schon eine verrückte Sache, mein Bruder. Das ist schon, ja, wir hoffen, dass das auch nie wieder vorkommt. So. Inshallah. Okay, dann erzähl mal, was passiert ist. Ja, um das Ganze kurz zu fassen, würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu der Sache, als alles passiert ist. Ich war an dem Tag einkaufen mit meinem Vater gewesen, waren bei so einem Türken bei uns in die Ecke gewesen, Gemüse gekauft, dies, das und noch bei Edeka, was weiß ich. Und ich musste die Tüten tragen, man kennt das ja. Und wir kommen nach Hause, mein Vater ist in der Küche mit meiner Mutter. Ich kann mich gerne, ich glaube, er hat sogar so ein Messer sauber gemacht. Kennst du diese Messerschleifer? Das sind diese runden Dinger, er macht das so sauber. Ich packe die Sachen halt in den Kühlschrank, in den Gemüsekorb und so weiter und so fort. Geh ins Bad, um mir die Hände zu waschen erstmal. Genau, wenn man sich meine Wohnung so vorstellt, hier ist jetzt die Tür, wo du reinkommst. Ist direkt ein Flur und am Ende von diesem Flur ist auch direkt das Bad. Ja. Und ich stehe in diesem Bad, ich wasche mir die Hände, ich denke mir nichts Böses. So wie spät war es da ungefähr? Welche Uhrzeit war das so? Das war abends, es war ein Freitagabend, glaube ich. Freitagabend war das gewesen. Und weiß nicht, ungefähr 19 Uhr so, ne? Freitagabend, 18, 19 Uhr. Ich stehe im Bad, ich wasche mir die Hände, die Badtür ist offen, also ich kann sozusagen auch durchgucken zur Wohnungstür. Und wirklich aus dem Nichts, ne? Alle Gedanken sind gut, keine schlechten Vibes, so die Woche ist vorbei, ich kann jetzt chillen, Wochenende kommt. Und aus dem Nichts höre ich einen Knall. Also wirklich, ne? Ich habe mich auch erstmal erschrocken natürlich. Ich höre einen Knall und bevor ich richtig nach rechts gucken kann, während ich mir diese Hände wasche, höre ich schon Polizei, Polizei, Hände auf dem Boden. Und ich war erstmal geschockt, ich habe erstmal gar nicht realisiert, was hier gerade abgeht. Ich gucke nach rechts und ich sehe, die Tür wurde halt mit dem Rambock richtig aufgestemmt so. Zwei Polizisten stehen da maskiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt SEK war, LKA. Auf jeden Fall war es irgendein
Schon ein richtiges Einsatzkommando, ne? Mit diesen schwarzen Masken, also, man kennt das ja. So, hier an der Seite der Polizei steht, nur die Augen konntest du sehen. Ja, genau. Und was für Waffen waren das? Ich kann mich nicht genau erinnern, keine aber Feuerwaffen schon so richtig. Es waren schon richtige so MPs oder so. Ja. Und ja, zwei Polizisten, mein Flur ist jetzt auch nicht besonders groß, ne? Zwei Polizisten stehen da, zielen tatsächlich auf mich, schreien irgendwie SEK, Polizei, was weiß ich, Hände auf den Boden. Muss ich mich erstmal da im Bad auf den Boden knien und Hände auf den Boden legen. Sind die reingekommen, auch in die Küche gegangen, schreien meinen Vater an, was ich auch sehr, weil du musst dir vorstellen, meine Eltern, ne? Ja, sind wirklich liebe Menschen, die mit der Kriminalität so noch viel weniger als ich wirklich gar nichts am Hut haben, ne? Ja, und dann wurde mein Vater da auch angeschrien, von wegen Waffe weglegen, weil er da so ein Messer frisch gemacht hat, Digga. Als ob er jetzt auf den Polizisten losgehen würde oder so. Ja, sehr verrückte Sache. Sind die halt bei mir reingekommen. Und stimmt, deine Mutter hat ja auch erzählt, dass auf sie gezielt wurde und sie auch wirklich unter Schock stand und gar nicht wusste, was sie jetzt machen soll. So. Ja. Das erinnere ich auch noch, ja. Da muss ich auch sagen, im Endeffekt, so für mich war das Ganze natürlich eine schockierende Sache. Aber man verarbeitet das relativ schnell wieder. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch am Alter so, ne? Verrückte Sachen passieren hier und da immer mal wieder. Ein Tag hat mich das irgendwie mitgenommen. Zwei, drei Tage später war mal irgendwo auch wieder alles normal. Aber für meine Eltern ist es halt schon echt unangenehm, ne? Weil so, also in dem Alter auch, ich weiß nicht, also so alt sind meine Eltern jetzt nicht zum Glück, aber wenn aus dem Nichts halt sowas passiert, mit einer Waffe auf einen gezielt wird, die Wohnung wird gestürmt, irgendwie so, es ist ja auch Privatsphäre so ein bisschen, ne, wo eingedrungen wird. Das ist schon sehr unangenehm, ne? Und deswegen tut es mir auch vor allem, im Endeffekt tut es mir eigentlich nur für meine Eltern so wirklich leid, weißt du? Ja, aber auch für dich war ja generell auch eine sehr unschöne Situation und auch vor allem eine sehr, sehr unnötige, weißt du? Ja, auf jeden Fall, Bruder. Sehr unnötige. Sehr wie gesagt, unnötig. Ich meine, die Sache ist auch nicht so lange her, so, das Ganze geht halt vor Gericht, so, deshalb können wir bezüglich der Sache jetzt keine Angaben machen, nicht sehr darauf eingehen. Ja, aber der Bruder hat sowieso nichts mit der Sache zu tun. Das ist du kannst auch gar nicht, du kamst auch gar nicht in die Zelle, die haben dich ja gar nicht mitgenommen, ne? Nee, das ist, was ich jetzt erzählen wollte, das hat sich dann eigentlich relativ schnell wieder entspannt, mehr oder weniger so. 15 Minuten war es voll unangenehm. Aber dann war diese Situation so, die haben halt mein Zimmer durchsucht, ne? Es ging ja darum, dass sie bei mir irgendwelche Beweismaterialien finden wollten. Bezüglich diesem Fall, auf den wir jetzt nicht genauer eingehen. Mit dem ich aber auch Gott sei Dank nichts zu tun habe. Ja, und dann war es halt eigentlich so, ich musste die ganze Zeit im Flur warten, ich durfte nicht zu meinen Eltern. Meine Eltern waren schockiert in der Küche und irgendwelche Polizisten haben halt mein Zimmer verwüstet, ne, da alles durchsucht. Und so viel erstmal zu der Sache an sich, zu der Durchsuchung. Aber das Problematische für uns und für unseren YouTube-Kanal ist dabei jetzt, dass halt viele Dinge mitgenommen wurden bezüglich dieser Beweismaterialien. Die mussten halt alle Medien mitgenommen werden. Also sie haben wirklich alles, alle Speichermedien, alles in Bezug auf USB-Sticks, Speicherkarten, Festplatten, wurde alles mitgenommen. Und vor allem auch mein neuer Computer. Ich habe mir da vor kurzem einen neuen Computer gekauft. Alleine der Computer im Wert von über 4.000 Euro. Nee. 4.300 Euro oder so hat der gekostet. Wurde mitgenommen. Aber sind da auf jeden Fall auch schon Anwälte auch schon eingeschaltet? Kam jetzt eigentlich schon eine Antwort oder so? Ja, wir haben auch eine Beschwerde eingereicht gegen die Hausdurchsuchung, dass man die Sachen irgendwie vielleicht wiederbekommen kann. Aber die wurde eiskalt abgelehnt, da wurde gesagt, nee, das ist schon alles mit rechten Dingen. Genau, stimmt. Und deswegen, ja, leider keine Chance, muss man warten, bis die Sache durch ist, bis wir die Computer wiederbekommen. Ja, so wie gesagt, das war jetzt auch, also genau das nochmal zum Stand der Dinge, so, wie gesagt, da wurden mehrere Sachen mitgenommen, so Equipment, Kameras, dies, das, weshalb ich das Ganze erzähle, wie gesagt, so, weil ich jetzt generell vorhabe, die Community öfter einfach auf den Laufenden zu halten, damit die einfach so nachvollziehen können, okay, was läuft im Hintergrund bei uns ab, was passiert im Hintergrund. Um auch irgendwo zu zeigen, dass wir leider Gottes immer wieder viele Steine in den Weg gelegt zu bekommen, ja. So muss man einfach dazu sagen. Alhamdulillah, ich muss sagen, wir haben das alle sehr sportlich genommen, so. Mir ging es in erster Linie auch darum, wie es dir geht, wie du das verarbeitest. Ja. Vor allem wie deine Mutter, weil wenn man sowas noch nie erlebt hat und vor allem, dass du sagst, okay, in diesem Ausmaß, heißt mit dieser Intensität, dass sie bewaffnet reinkommen mit MPs und so eine Sache. Weißt du, meine Theorie war eigentlich, ne? Weil du musst dir das vorstellen, das ist in der Regel immer so, dass bevor so ein Zugriff stattfindet, die Polizei sich ein bisschen mit der Person auseinandersetzt, weißt du? Ja. Schaut, was ist das für eine Person? Und wenn die dann mit so einem Programm reingehen, müssen sie... Also, das ist ja bei mir eigentlich... Nein, das heißt, in der Regel sind ja irgendwie davon ausgegangen, dass da eine Gefahr kommen kann. Und Ace hat das sieht ja, die ganze stimmt. Zeit daran, dass du dir auf TikToks diese Survival-Videos anschaust. Weißt du, meine? Die dachten, der ist verrückt, der schießt direkt. Ja, bestimmt. Bei mir musst du dir vorstellen, bei mir, ich schwör bei Gott, die haben geklingelt, Faisal hat mich zum Boden gesprochen, bei ihm, die dachten, der schießt, der ist crazy. Ohne Witz, ich weiß nicht, die holen sich wirklich, ne, Informationen mit der Person, die schauen sich an, okay, Wohnräumlichkeiten, wie lebst du, wie viele Personen wohnen da, was ist das für ein Typ? Und wenn die schon ein Programm machen, die dachten, der Typ schießt auf uns. Die dachten wieder nicht, mit schweren Waffen gehen. Wie gesagt, so, ihr kennt meinen Humor, nee,
Das zu der Sache, wie gesagt, wir haben das alles sportlich genommen. Deiner Mutter geht es auch besser, das war das Wichtigste. Alhamdulillah, ja. Deiner Familie auch. Und wir nehmen das Ganze sportlich so. Ich gehe auch davon aus, weil ich schon so ungefähr gehört habe, so wie die Staatsanwaltschaft da tickt, dass das wahrscheinlich sogar noch Jahre dauern kann, bis man diese Festplatten zurückkriegt. Und das, was schade ist, so, ihr müsst euch ja vorstellen, da waren jetzt ja noch ein paar Projekte drin, genau, die ich so in der Pipeline hatte. So, ich wollte eine eigene Brand wollte ich noch machen, so eine eigene Marke machen, das aufziehen. Alle Vorbereitungen, alle Sachen, die man da drin hatte, leider jetzt weg. Aber wir machen das Alhamdulillah bald neu. Wir bauen uns von vorne wieder auf, eine bessere Brand. Ja. Und ich will euch alle mit einbeziehen, dass wir zusammen eine richtig starke, schöne Marke aufbauen. Und auch noch ein, zwei Real-Life-Stories, die sehr, sehr stark waren. So, ihr könnt euch noch dran, erinnern, dass die Real-Life-Story von Musti, die ihr alle so gefeiert habt, ne? Die wurde ja 3 Monate, nachdem ich verhaftet wurde, veröffentlicht. Das sind so Projekte, die ich sehr stark Projekte, sehr gute Storys, die ich immer so in der Pipeline habe, die ich immer so zu Krisenzeiten raushaue. Deshalb konnte das Musti auch kommen, weil als ich verhaftet hatte. Und wir hatten noch ungefähr so eine Story von, so wie Musti, die auch sehr, sehr stark war, da man jetzt so leider auch gar nicht mehr nachholen kann, weil der Bruder jetzt eine langjährige Haftstrafe bekommen hat. Aber das sind so Sachen, wir machen immer weiter, mal nach vorne. Wir haben jetzt auch schon neues Equipment. Wir holen bald eine neue Kamera. So die beste, ich glaube. Wir bleiben dran. Lass uns davon nicht runterziehen. Das ist halt einfach so ärgerlich. So, ne? Man holt wie gesagt, einen Computer für über 4.000 Euro. Man hat Speicherkarten, Festplatten, dieses gesamte System steht. Dann werden 2 Computer von mir mitgenommen, Festplatten ohne Ende, alles. Ja, wie gesagt, aber dass die Leute einfach wissen, wir sind jetzt so vom Bestand her, so wenn die Sachen jetzt demnächst ankommen, besser denn je. So, die Projekte, die jetzt bevorstehen, so. Wie gesagt, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, damit ihr aktuell bleibt. So, die Leute, die mir jetzt schreiben, diese Projekte, die jetzt bevorstehen, ich glaube, der Kanal ist jetzt so besser aufgestellt wie noch nie. Trotz diesen ganzen Rückschlägen, wie gesagt, das haben wir sehr, die Sache haben wir nicht auf publik gemacht, weil wir dachten, okay, wir kehren das schnell. Das ist auch lustig, muss man dazu sagen. Ahnst du, dass es full YouTuber gibt, die aus jeder Kleinigkeit ein Drama machen, ohne irgendjemanden anzugreifen oder so. Aber meine Freundin hat Schluss gemacht, dies und das, aus jeder Kleinigkeit wird Stress gemacht. Und du bist ein YouTuber, bei dem der Kameramann gestürmt wird und das wird nicht mal nebenbei erwähnt. Genau, ich sag ja nicht, weil ich sag, es war immer wichtig, dass ich schaue, okay, wie geht's ihm, wie geht's deiner Familie, wie kommt's jetzt voran? Und jetzt, wo man merkt, okay, man hat diesen Rückschlag überwunden, wir sind noch stärker zurück, noch besser. Safe. Es gibt noch mehr Projekte, ne? Kann man das so ein bisschen erklären? Also wie gesagt, so, diesen Sonntag ist erst auch Pause, kommt keine Real-Life-Story. Die nächste Real-Life-Story kommt, die ist meine. Wir haben noch sehr viele Projekte in der Pipeline, ich habe schon mehr Real-Life-Stories, die fertig gedreht sind. Aber die kommt zu einer bestimmten Zeit. Wie gesagt, im Hintergrund laufen sehr viele Sachen ab, sehr viele Sachen, die ich gerade am Klären bin. Ich brauche diese Woche gerade noch ein bisschen frei. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, weil es noch andere, Dinge gibt, die man so im Hintergrund gerade klären muss. Die Sachen werde ich auch irgendwann öffentlich machen, wenn die Zeit gekommen ist. So, ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, ihr supportet uns. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch. Ja. Vielen Dank an euch, weil ohne euch wäre das nicht möglich. Also ohne euch wäre das nicht möglich. Wir haben diesen Rückschlag so aufgenommen, als hätte ich es gar nicht gegeben. Wir sind da, auch wenn die Festplatten nicht zurückkommen, wir haben mehr Storys, haben noch mehr Leute, viel mehr Anfragen. Jetzt kommen auch, alhamdulillah, große Rapper, große Künstler. So, die Deutschrap-Szene ist auf uns aufmerksam geworden. Und das funktioniert nur wegen euch. Auf jeden Fall, vielen Dank. Das funktioniert nur wegen euch so. Vielen Dank. Das erstmal hier vor der Kamera, damit ihr wisst, okay, das ist unser Team. Den Bruder Slay habt ihr kennengelernt. Jetzt nochmal unseren Bruder Hendrik. Nochmal, vielen, vielen Dank an euch. Wie gesagt, supportet uns, abonniert den Kanal. Ne? Wir müssen noch bald zu 200.000. Und das wird nur mit euch kommen. Und zu meinem Encrochat-Verfahren, zu meinem Encrochat-Prozess halte ich euch auch noch auf dem Laufenden. So, bisher gab es keine Neuigkeiten. Alles, was ich in dem ersten Video, in der ersten Encrochat-Story schon erwähnt habe, so, ist immer noch derselbe Stand, selbe Situation. Und wenn es da was Neues gibt, werde ich euch jetzt immer auf den Laufenden halten. Ansonsten vielen Dank und Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, YouTube. Genau, ihr habt ja auch festgestellt, dass ich jetzt nicht mehr in diesem Studio bin, in meinem gewohnten Studio. Das haben Leute auch schon kommentiert. Wie gesagt, es liegt daran, dass wir jetzt bald ein neues Studio aufbauen. Hängt jetzt einfach nur davon ab, wo genau. Wir haben neues Equipment, wir werden das beste Studio aufbauen, was wir bisher jemals hatten. So. Vom Equipment her, wir haben sehr viele Sachen jetzt auch geholt. Wir werden das Studio, folgt mir auf Instagram, dann seht ihr, wo wir am Wochenende sind. Wie gesagt, wir haben sehr viele Projekte. Und wir machen uns jetzt noch einen schönen Tag. Wir wollen noch Basketball. Wir wollen noch ein bisschen eine Runde Basketball spielen. Eigentlich kann man den Leuten zeigen, warum ich Michael Jordan genannt werde oder nicht. Sollen wir das kurz machen? Ein, zwei Würfe. Sollen wir das kurz machen? Let's go. Und das muss gut sein, du weißt, wenn ich verfehle, nicht reinschneiden. Ne? Nur ein, wo ich direkt treffe. Was, sorry? Entschuldige. Darf ich gleich auch einmal ein paar Körbe werfen? Was? Darf ich gleich ein paar Körbe werfen? Ich wurde damals auch Michael Jordan genannt in meiner Prime. One shot. One shot, das sind meine Zeugen. Das. Ich scheiß auf Basketball, ich war nie ein Basketballspieler, ja? Da ist er! Boah, ich schwör, ich bin jetzt drinne.
Okay, hab leider gesehen, ich bin im Basketball nicht der Beste. Wie oft habe ich geworfen? 10 Mal, ne? 10 Mal. 10 Mal, okay. Ich hab 12 Mal getroffen, Bruder. Maschallah. Bruder, das Beste hatte ich doch. Damit beenden wir das Video, wie gesagt, so. Nochmal vielen Dank an euch. Lasst euch von nichts runterziehen. Wie siehst du, wir nehmen das Ganze sportlich so. Wir machen das Ganze hier, Statement hier einfach auf dem Sportplatz. Wir haben das Ganze schon verarbeitet. Uns geht's gut, Henry geht's gut, seiner Familie geht's gut. So, immer positiv bleiben, dann passiert auch viel Positives im Leben einfach. Assalamu alaikum.